Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Rabbit. In der letzten Folge haben wir einen neuen Zauber gelernt. Den werden wir auch bestimmt gleich mal ausprobieren. Ich weiß nämlich auch schon, wo ich das probieren werde. Hallo, was ist denn hier los? Genau, nämlich den Grünwuchs. Das probieren wir gleich mal. Aber erstmal können wir uns den hier nicht anschauen. Jetzt gehen wir erstmal hier auf den Turm. Und wie kamen wir? Ach ja, wir mussten ja. Wie war das? Hallo Jerry? Ah, genau, hier ins Rathaus. So. Ja, irgendwie mag mich das Spiel heute nicht. Ist ja auch schon spät. Oh, hier. Können wir da nicht mal dran klopfen Ein hier? Stopp bringt hier nichts. Oder. Ein Stopp. Hä? Oder ein Nagel? Nein, ich bin besser. Da wollte ich ihn reinhauen. Ach so. Dann gehen wir mal raus hier. Ich weiß nämlich schon, was ich machen will. Ich möchte zu den Randbereichen. Nee, falsch. Ich will nicht zu den Randbereichen. Ich will in die Gärten. Nee, auch nicht. Ich will dahin. Dann will ich dahin. Dann will ich dahin. Ich möchte nämlich diesen Zauber jetzt mal anwenden. Ich weiß noch nicht, ob das nachts oder tagsüber geht. Und zwar hier. Hier. Das mache ich besser. Na gut, dann mach das bei Tag. Dann mach mal Tag. Wir können das ja jetzt. Also, nee, Tag können wir ja schon länger, aber den anderen Zauber, das will ich ausprobieren. Mit dieser Nuss. Jetzt ist Tag. So. Jo, und dann. Vielleicht können wir dem kleinen Wassernussbaum etwas unter die Arme greifen. Ganz bestimmt geht das. Oh, da ist er ja schon. Das ist die richtige Einstellung. Yay. Liebe Okay. Zuhörer, Gräber hat sich wieder ausgebuddelt. In einem Stück und knochentrocken. Wir fahren also fort mit unserem Programm auf Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf Maulwurf am am Mittag. Mittag. Und Maulwurf am Abend. Wir beginnen wie immer mit meiner Lieblingsmusik. Ihr könnt nicht sehen, wie ich jetzt mit dem Kopf wackel. Aber ich tu's. Vielleicht hört ihr es am Mikro. So, was ist denn hier? Improvisierte Radiostation. Sieht doch ganz gemütlich aus. Können wir nochmal mit dem reden? Und hier neben mir steht Jerry Haselnuss, liebes Publikum. Ja, wir alle wünschen dem jungen Baumläufer viel Glück. Doch jetzt geht's weiter im Programm. Ich war im Radio. Ja, wir alle wünschen dem jungen Baumläufer viel Glück. Doch Hattest du es jetzt nicht geht's schon? weiter im Programm. Eine blaue Rübe. Eine blaue Wurzel. Diese schöne Zwergwurzel habe ich von den Zwergen geschenkt bekommen, als Dankeschön dafür, dass ich in meiner Sendung für sie geworben habe. Aber unsere Zuhörer daheim wissen das sicher schon. Okay. Die Fliege, die nehmen wir mit. Das ist Sumse, die Taufliege. Meine Haustierfliege, Fliegenhaustier, Stubenfliege. Eigentlich gehört sie dem Postbiber, aber ich habe sie schon ins Herz geschlossen. Aber Aber ich wollte die doch mitnehmen. So, hier haben wir nichts mehr. Okay. Hä? Erstmal die zu angucken. Ehren der Füchse errichtet. Oder um Hühner zu ärgern. Dann wollen wir doch mal hier Felsenflüstern ausprobieren. Bin ich hierher gekommen? Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernsteinding.
Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise, als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Können wir mit dem auch reden eigentlich? Haben wir denn verloren? Ah, wenn ich das wüsste. Okay. Was? Sumpfwasser anfassen. Das riecht nach nasser Erde und Gras. Platos Briefkasten. Was da wohl drin ist? Ach, davon Plato. Ich habe die Wahl. Nasse Füße oder Unwissenheit? Nasse Füße. Ich bevorzuge trocken und dumm. Wie ein holziger Korkenzieher. In groß. So, jetzt gucken wir mal hier durch. Okay, ich dachte, da passiert vielleicht noch was. Schick. Dem Briefkasten nach zu urteilen, wohnt da Plato. Okay, das war's. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Hier die schöne Blume haben wir noch nicht. Was für eine tolle Blume. Ich sollte sie nicht pflücken, aber anfassen darf ich sie doch. Ist ja, ja kein Museum. Können wir hier nochmal... Nichts. Da ist wohl... Nichts. 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 Okay. Nichts. So ein Mist. Ich dachte, da passiert jetzt echt was Cooles, aber hier passiert nichts. Hier, das hat irgendwas mit dieser Statue zu tun. Der Wassernussbaum ist zu stattlicher Wassernussbaumgröße herangewachsen und hat die Pfütze ganz leer getrunken. Vielleicht kann er jetzt mit seinen Wurzeln ja den Rest von der Überschwemmung aufsaugen. Aber das dauert bestimmt noch ein paar Monate. Dann lassen wir doch noch weiter wachsen, würde ich sagen, oder? Nichts. Da ist wohl... Nichts. Nichts. Ich will nichts, was wachsen will. Dann sprechen wir doch nochmal hier mit der Fuchsstatue. Ich glaube, das haben wir aber schon gemacht. Aber irgendwas war doch damit. Du bist lustig, kleiner Junge. Ach ja, sowas war das. Was ist, wenn wir hier durchgucken? Nee, da war auch nichts. Gucken wir mal hier ins Tagebuch, was hier noch offen ist. Ein Fuchs soll sich bei Nacht in... Ah, okay. Das heißt, wir machen es erstmal Nacht. Das könnte ja schon mal was helfen. So. Aber hier kommen wir immer noch nicht lang, ne? Der große Fluss da sieht so aus. Aber wir können da nochmal hingehen, weil das kennen wir natürlich noch nicht. Bei Nacht. Zu Ehren der Fick. Okay. Und jetzt die Fliege. Das ist Sumse. Ja, okay. Aber. Will die nicht mit irgendwas anlocken? Wie sowas zum Beispiel? Hagebutten sind. Hagebutten. Hagebutten. Doch doof. Wir hier nichts machen können. Du bist eine wunderbare Sternschnuppe. Eine für mich. Blaue Wurzel. Diese schöne. Jo, ihr Nachteulen da draußen wünscht den beiden sicher genauso viel Glück wie ich. Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Haben wir schon. So ein Mist. Also hier ist auch nichts. Aber. Wir gehen mal nach Mauswald, weil der soll ja in Mauswald sein, dieser Fuchs. Im Stadttor. Hier ist ein Nisch. Hier ist auch kein Fuchs. Gucken wir hier mal rüber. Ach, da sind wir hier oben. Dann gehen wir zur starken Mitte zurück. In das Rad, aber da war ich doch überall über Nacht schon. Was für eine. Da steckt ein. Ich höre ganz. Okay. Das aber, wenn ich mit denen rede, das habe ich schon gemacht, oder? Wie sehe ich das denn nicht? Ja, toll. Gehen wir mal weiter. Oh, oh, haben wir mit dem schon gesprochen? Oh. Hallo, du. Du bist ja immer noch wach.
Die Nachtluft duftet so wunderbar. Man kann die Geschichten, die in der Luft liegen, beinahe riechen. Eine Geschichte habe ich heute schon notiert. Sie hat sich genau hier zugetragen, am Haus der Igelbrüder. Ich glaube, die haben wir schon. Möchtest du sie hören? Oh, dann die vierte. Gefällt dir meine Geschichte zwischen den Spitzen? Ja, du willst uns einen Anfang suchen. Vielleicht. Ja, ich weiß. Hier ist auch nichts Neues, oder? Sollen wir hier noch was wachsen lassen? Ja, da geht's in die Gärten. Aber da wird der Fuchs ja nicht sein, weil die feiern ja hier. Ist das doof? Ich muss, glaube ich, noch mal zu den... Aber das ist ja ganz woanders. Was Stadttor? Ach nee, ich wollte da noch mal gucken. Der war doch hier noch nicht eben, oder? Oh, hallo du. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Cool, schon die fünfte. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen... Ja, das kennen wir doch schon. Und vielleicht... Ja, Enden und Anfänge und wir haben was verloren. Ich weiß. Hier ist auch nichts Neues, ne? Aber vielleicht können wir noch mal... Wir müssen doch bestimmt noch irgendwo was wachsen lassen. Gibt's doch nicht. Das ist jetzt ein neuer Zauber. Wir holen uns jetzt erstmal alle Geschichten ab. Oh, hallo, du. Du bist ja ein richtiger Nachtschwärmer. Nachts schreibe ich am liebsten. Da geht mir das Schreiben ganz leicht von der Hand. In meinem Buch habe ich schon viele Geschichten notiert. Oh, ich glaube, ich habe eine, die dir gefallen könnte. In dieser Geschichte besucht ein Mensch, fast wie du, diesen Wald. Möchtest du sie hören? Na klar. Nummer 7. Oh, dann fehlt uns ja nur noch eine. Krass. Was für eine wunderbare Nacht. Habe ich dir schon gesagt, wie sehr ich die Nacht liebe? War neu. Ach, sagt er gar nicht weiter. Nochmal sagt er doch noch hier. Was gehen wir hier denn hin? Ach, hier kommen wir hier hin. Okay. Nee. Ich möchte wieder zurück. Jetzt ist er wieder weg. Der Waldschrat, der hockt doch jetzt bestimmt irgendwo anders. Aber eben eine Geschichte müssen wir uns noch holen. Einmal ins Zwergenhaus. Hinten wieder raus. Können wir nachts auch nichts machen. Aber ich möchte das gerne mal bezaubern. Klingt komisch, ist aber so. So, jetzt vielleicht hier was fangen. Und jetzt? Ich hab... Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt... Hä? Er sagt doch bestimmt auch, das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Was habe ich denn da? Blick in die Ferne. Das bringt... Das bringt nichts. Nee, ich will doch hier diese Löwenzahns. Das bringt nichts. Oder vielleicht muss ich doch noch nichts. Hier... Nichts. 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 Das ist doch doof. Und jetzt? Das bringt nichts. Ich klicke das jetzt hier nichts. Überall an. Das bringt... Das bringt... Das bringt... Ich werf dieses Ende des Schnürsenkels durch das Fenster. Ja, und dann? Der sieht aus wie ein Arm daraus oder eine leider. Ah, ich glaube, ich weiß, was seine Prämisse ist oder was er machen will.
Und jetzt? Er will das hier anbringen. Stimmt, das könnte gehen. Ich wusste es. Autsch! Ja, 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 so ist das, Jerry. Das bringt nicht. Stimmt, das könnte gehen. Autsch! Okay, das klappt doch nicht. Das bringt nicht. Es steht still. Ah. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Und jetzt? Jetzt. Da dran machen. Interessante Idee. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Nein. Nachher sperren mich die Zwerge doch noch in einen Stock. Nein. Und jetzt machen wir es an. Und jetzt ist das gespannt. Und jetzt? Das hat doch mal geklappt. Gehen wir raus. Und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Wenn ich mich da drauf setze und das Seil kappe, besser nicht. Wenn ich mich, besser nicht. Ich weiß zwar nicht, was wir hier machen sollen, aber wir werden es noch rausfinden in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, ciao.